MOS präsentiert Master, der Music Talk mit TNT. Willkommen bei Mosh Talk. Ich bin Tobi, das ist Thomas. Wir sind eure Moderatoren heute. Und in der ersten Folge haben wir auch ein paar coole Gäste mitgebracht. Thomas? Wir freuen uns herzlich, heute begrüßen zu dürfen den Marco und den Darius, besser bekannt als das Duo von Used, dem Akustikduo. Wir begrüßen ganz herzlich den Kai, ebenfalls von einem Akustikduo, das sich da nennt Tunes Day. Und wir begrüßen ganz herzlich den Tiny von der einzigen ordentlichen Band hier, nämlich A Blessed Hellride. Ordentlich in dem Sinne, dass ihr richtig Wumms macht und nicht nur hier. Bisschen Tirili, Tirila. Wir sind ganz froh, dass wir die Pilotfolge jetzt auf die Beine gestellt bekommen haben. Und wollen euch, liebes Publikum, etwas entführen in die Welt des Musikbusiness. Wir wollen euch mitnehmen on the road und mal gucken, was da kommt. Und wer sich hier verplappert und intime Geständnisse aus seinem Touralltag ausplaudert. Alles live, alles ungeschnitten, selbstverständlich. Tobi, here we go. So live, wie es hier tatsächlich sein mag. Nein, wir reden erstmal über aktuelle Sachen. Und zwar... Das Thema ist zwar ausgelutscht ohne Ende, aber trotzdem will ich, dass ihr euch mal ein bisschen vorstellt und sagt, was ihr so in der Corona-Zeit, was bei euch passiert ist. Also, welche Band habt ihr, was macht ihr und was ist passiert in den letzten 4 Monaten? Kai, willst du einfach anfangen? Ja, wir beide, also mein Gitarrist und ich, haben die Corona-Zeit, wir haben uns vorgenommen, als bevor das Ganze passiert ist, dass 2020, dass wir durchstarten, in Anführungszeichen, und in viele neue Locations anschreiben, was dann aber relativ schnell eliminiert wurde, bedingt durch die aktuelle Situation. Also hat es sich das Ganze etwas verflogen. Haben uns dann darauf spezialisiert, eben Videos zu machen bei uns im Proberaum für Instagram, um einfach dann eben die sozialen Netzwerke ein bisschen zu befeuern. Aber auch da war die Planung dann größer als die tatsächliche Umsetzung, leider. Deswegen sind wir jetzt dann so langsam wirklich auch wieder froh, dass das Ganze jetzt wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt und wir die ersten Gigs demnächst wieder spielen können. Und dann sind wir alle wieder in Lohn und Brot. Das wäre schön. Kai, an alle nochmal, grundsätzlich, gell, wir müssen nicht in die Kameras gucken, wir unterhalten uns ja miteinander. Ja, da hängen auch ein paar. Also gerade die du guckst, die wird dann nicht geschnitten. Höchstwahrscheinlich fällt auch mal eine aus. Ja. Sind wir eigentlich schon in Minute 3? Nö. Ich weiß nicht. Ja gut, dann hoffen wir, dass das bei euch auch mal Fahrt aufnimmt wieder. Ja. Und wie sieht's bei dir aus, Tiny? Ja, Corona. Für uns, ganz ehrlich, total beschissen. Also es war Anfang des Jahres haben wir noch ein kleines Festival in der Schweiz gespielt und dann wären 2 Monate Pause gewesen. Und dann hieß es auf einmal, ja, nee, fällt jetzt alles aus. Also wir sind halt eine Heavy Rock Band. Und es hat im Mai dann eine Norwegen-Tour weggebrochen. Mit Carburetors, ne? Ja, genau. Das ist sehr ärgerlich, diverse Festivals, also ein 4-stelliger Betrag an Gagenschaden, der da reingekommen ist und so. Und das war halt alles, ehrlich gesagt, so demotivierend. Das hat einem so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen, dass wir erstmal 2 Monate gar nichts gemacht haben. Und haben dann Vatertag, haben wir uns dann endlich mal wieder dazu aufgerafft, uns mal wieder zu treffen. Dann gab es auch ein längeres Gespräch, so ey, macht das da noch Sinn, weil bei allen total die Luft raus war. Jetzt hätten wir im September noch eine Show gehabt, also auch wieder ein Festival, das ist jetzt natürlich auch noch gecancelt. Und eventuell noch im November, da drücke ich noch die Daumen, dass das eventuell stattfinden kann. Ansten haben wir dann jetzt angefangen, am nächsten Album zu arbeiten. Und das läuft das macht jetzt. Ihr auch, gell? Ja, genau. Das, arbeiten auch bei das läuft ja, jetzt tatsächlich ja. Seit einem Monat sehr flüssig und sehr, 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 sehr kreativ. Das ist dann halt mal ganz angenehm, weil man sich umsonst nichts kümmern muss. Ne? Also, ja. Social Media ist einem gerade nicht böse, wenn man nichts macht, weil es passiert ja auch nichts. Und ich habe mich dazu entschlossen, nicht mehr nur noch zu feuern, sondern halt Social Media nur zu bedienen, wenn auch gerade was passiert, was die Leute auch interessiert. Du hast keine Bilder von deinem Essen?
Nee. Nein? Und dementsprechend kann man sich im Moment halt wirklich sehr einfach nur auf Songwriting konzentrieren. Was uns tatsächlich auch sehr gut getan hat dann jetzt, also so vom Prozess her. Ja, ich glaube, es gibt bei jedem Ding immer auch was Positives. Ja, ja. Also dann ist sowas da, so eine Krise, und plötzlich vielleicht wieder andere Wege, wo man erst nicht gerechnet hat, dass ja auch geht. Also bei uns war es auch klar die Straßenmusik. Also wir haben davor schon Straßenmusik gemacht und haben jetzt einfach durch Corona gezwungenermaßen eigentlich nur noch Straßenmusik gemacht und auch festgestellt bei uns beiden, hey, wir machen das ja auch ganz gut. Also wir kriegen ja wirklich auch viel Resonanz von Leuten. Also ich denke, jetzt im Moment ist es natürlich auch schwierig, wenn wir Straßenmusik machen, die Leute buchen uns dann nicht gleich für ihr Fest, weil es gibt ja gerade keine Feste. Aber ihr habt sicher dann auch Visitenkarten oder so ausgelegt und dann habt ihr das mitgenommen, haben sich dann erinnert, hey, die zwei Jungs da, war doch cool, und wart ab, nächstes Jahr kommt bestimmt was. Oder Leute posten es auf Instagram und sagen, ach, die habe ich doch letztens gesehen, da hinten in der Ecke. Also ich glaube, uns beide, wir haben Glück mit der Corona-Situation, dass wir beide unser starkes Duo haben, stimmt, und auch die Möglichkeit haben, für Bands uns, ist ganz schwer, in Bands so eine Ecke zu schleichen. Also für große Bands wie du mit einer Metal-Band ist es ganz schwierig. Ich glaube, ihr könnt einfach gerade, ihr müsst wirklich abwarten und gucken, bis es besser wird. Ja, oder also vielleicht, sonst brauchst du auch gerade nichts machen. Ne? Ja, also, genau. Du machst auch kein Booking, weil was willst du gerade booken? Ist also, halt. Ist halt so, es buchen eh keine Festivals. Ja. Könnte ich überlegen, vielleicht Videos zu machen, einfach aufzurüsten, dass falls es weitergeht, also wenn es dann weitergeht, irgendwann wird es ja wieder weitergehen. Die Festivals die buchen dann die Sachen, die sie für dieses Jahr gebucht haben, und also im Moment ist... Das ist es halt, weil das Jahr 21 ist ja dann letztendlich auch weg, weil die anderen Sachen von 20 ja auch noch auf... Genau. Das Einzige, wo wir uns halt aktiv dagegen entschieden haben, also wir hatten drei Anfragen für Livestream-Konzerte und da haben wir halt ganz bewusst gesagt, nee, das machen wir nicht. Da sind wir auf deiner Linie, das haben wir auch so gesagt. Ja, weil wir sind, also wir machen das für das Feedback von den Leuten, wir machen das für das Publikum zu fühlen und für die Spannung, die da entsteht. Genau. Wer ist alles live gegangen mit Konzerten? Wir sind live gegangen. Also zwei sind live gegangen, zwei haben gesagt nein. Ja. Ich glaube, das kommt ganz auf die Musikrichtung an. Weil zum Beispiel bei uns, bei MOS, würde es auch überhaupt keinen Sinn machen, weil ihr habt uns ja auch schon live gesehen. Ich weiß nicht, hast du uns schon mal live gesehen? Nee, nur die anderen Bands. Bei uns ist halt volle Interaktion mit dem Publikum. Das ist so das A und O. Wenn das nicht stattfindet, dann brauchst du uns auch gar nicht anhören. Natürlich, auf der CD ist wieder was anderes, das ist aber eine durchproduzierte Sache. Aber einfach nur jetzt live zu spielen, um vor einem Bildschirm zu spielen, da kommt bei uns nicht das rüber, was wir rüberbringen wollen. Und das ist auch bei vielen anderen so, das wäre auch bei euch so. Das ist genau das Gleiche. Ja. Dann ist halt, wir haben halt eine wahnsinnige Live-Energie, also da ballert es halt von der Bühne runter. Und da sind halt fünf Leute, die sich halt bewegen. Aber bei uns ist es halt auch so, wenn wir vor Publikum spielen, dass das richtig mitgeht, dann ist die Show halt auch nur halb so geil. Also das ist halt wirklich, dann ist die Show für uns nur halb so geil und für die Leute dann halt im Endeffekt auch. Ja. Ja. Aber sobald da halt eine Energie entsteht und so, und das ist halt einfach auch dann genau das, warum man es macht. Also auf der einen Seite natürlich, um sich musikalisch auszudrücken, gar kein Thema, aber halt, dieses Live-Ding, und das fehlt ohne Ende. Deswegen, also bei euch war das auch sehr sinnvoll. Ja, bei euch war einfach, eure Musik ist so cool und so gechillt. Da kann man sich auch mal daheim am PC so Füße hochlegen, Bierchen in die Hand. Wir haben das zum Beispiel so gemacht, wir hatten das erste Mal, wir haben das Thema Livestream gesagt, wir müssen unbedingt live gehen. Dann sind wir bei meinem Gitarristen hoch in sein Zimmer und haben dann eben dann oben ganz Corona-konform so ein Setup aufgebaut mit so einer Plexiglasscheibe noch mittendrin als Trennwand. Ne? Zu zweit, ja. Aber zu zweit durfte man sich doch treffen. Am Anfang nicht zwei getrennte Haushalte. Wusste man nicht. Man wollte halt wirklich kein Risiko eingehen, dass da irgendeiner vielleicht irgendwas findet. Und das war dann das erste und auch das letzte Mal, dass wir ein Livestream-Konzert gespielt haben, komplett isoliert. Das heißt, wir hatten lediglich den Chat vor uns, wo wir eben ab und zu mal lesen konnten. Aber in dem Moment, wo halt, wir haben zum Beispiel gespielt und dann war das Lied vorbei und dann saßt du da im Zimmer. Deswegen haben wir uns dann gesagt, wir sind dann noch dreimal live gegangen, haben das aber kombiniert mit einem Nachbarschaftskonzert zum Beispiel. Wir haben dann bei uns zum Beispiel eine Wohnanlage, unsere Terrasse ist nach hinten raus zu der Wohnanlage, wo, keine Ahnung, 40 Parteien oder so sind, in diversen Häusern, und haben uns dann eben dann auf dem Balkon oder auf der Terrasse draufgestellt und haben dann, und haben dann halt für die gesamte Wohnanlage gespielt. Und das war halt wieder ein geiles Gefühl, weil irgendwann kam dann aus allen Türen und Fenstern
oder auf dem Balkon sind sich Leute zusammengesetzt, zu viert, zu fünf, und dann haben da oben ihr Bierchen getrunken und dann das kam ab. Die haben klatscht und die kamen die Rufe. Ruhe! Da kam die Ruhe. Richtig, genau. Und die Polizei. So, und deswegen haben wir dann auch immer gesagt, bleibt zu Hause, also bleibt in euren Wohnungen, also bitte keine Ansammlung im Innenhof, weil auch da dann wieder diese Versammlung, ne, und so weiter. Da haben sich aber zum Glück auch alle dran gehalten. Wir wollen aber nicht nur in Selbstmitleid hier verweilen, sondern auch noch etwas positiven Content mitgeben, denn wir haben ja hier die geballte Kompetenz sitzen. Ich habe immer nicht verstanden, warum ihr mich eingeladen habt. Wir haben das rein optisch. Das nur die Optik. Das fokussierte Know-how des semiprofessionellen Musikbusiness haben wir hier sitzen. Auf jeden Fall. Und deswegen, Tobi, über was wollen wir heute sprechen? Ja, ein bisschen Karriere-Business-Talk und ich habe mir mal aufgeschrieben ein paar Punkte. Der erste wäre, die größten Fehler. Was waren die größten Fehler, die ihr in eurer Laufbahn gemacht habt? Also, fangt ihr mal an. Was habt ihr für Fehler gemacht? Oder was würdet ihr heute anders machen? Schlimmste, wo die meiste negative Resonanz war oder wo ihr gesagt habt, so würde ich das nicht mehr machen. Ja, es gab schon einige, ja. Also Auftritte gespielt, wo man sich vorher nicht richtig erkundigt hat, was kommt da eigentlich auf einen, ja, was passiert da eigentlich? Und dann stand man auf der Bühne und war fehl am Platz und hatte keinen guten Sound, Mann. Es war ein schlechter Sound, man hat so festgestellt, ja gut, hätte man auch zu Hause bleiben können und einen Song schreiben. Mach auf jeden Fall Fehler. Genau, ja. Weil du hast einen Fehler lernen. Ja, und wenn du die nicht machst, so dann kannst du auch nicht was lernen. Und ich weiß auch, es macht auch keinen, dieses Belehren macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Yeah. Weil man muss es halt probieren, wie du sagst. Und also ein anderer Fehler in unserem Fall. Aber das Gute ist ja auch, wir können ja durch die Fehler, die wir schon gemacht haben, vielleicht jüngeren Leuten, ne, die Fehler aufzeigen, dass die zum Beispiel ein paar Fehler nicht mehr selbst machen müssen, sondern dadurch, dass wir ihnen jetzt was liefern, Also sich was draus lernen und dann Zeit sparen und vielleicht irgendwie Motivation dadurch gewinnen. Also liebe Schülerbands da draußen, liebe upcoming Superstars, genau zuhören, was euch jetzt der Tiny erzählt. Also ich kann auch noch was dazu sagen. Ja. Also ich glaube, man sollte, also wenn man es ambitioniert, wenn man wirklich Geld damit verdienen will, sollte man lieber gleich zu den Profis gehen, als vieles vielleicht so, also Low Budget ist ja cool, wenn man jetzt ins Studio geht, und es gibt ja auch Leute, die jetzt was produzieren, was jetzt nicht so viel Geld kostet und trotzdem geil ist, ja. Aber das sind dann eher Glücksgriffe. Ja, und zum Beispiel auch bei Fotos oder so, weißt du, da würde ich schon gucken, dass man's gut macht. Man geht doch lieber zu einem, der einen vielleicht ein bisschen was verlangt, der dann aber auch eine Deadline abliefert, der sagt, so am 15. August ist fertig, zack. Ich sehe das einfach, also wir machen das jetzt seit 10 Jahren dieses Jahr. Ich bin seit 8 Jahren dabei und das ist halt dann so, man ist halt damit stetig gewachsen. Aber so richtig, wo ich sage, das war ein Fehler. Also wir sind mal auf einen Veranstalter reingefallen, der sich total verkalkuliert hat, der uns dann ja nicht bezahlt hat. Also sowas passiert halt. Dann, ja, es ist auch passiert. Aber das ist ja eigentlich kein Fehler da von euch. Du kannst dich schon ziemlich absichern bei sowas, aber manchmal steckst du echt nicht drin, vor allem wenn es um niedrige Beträge geht. Da steckst du halt dann gar nicht drin und das sah auch alles seriös und professionell aus und ansonsten sind das halt so Sachen, die man im Vorhinein nicht abschätzen konnte, wo dann zum Beispiel mal ein Mix und Master am Ende nicht so war, wie wir es uns vorgestellt haben oder so, aber das waren halt alles Dinge, da wussten wir dann im Nachhinein, okay, alles klar, nächstes Mal gehen wir zu jemand anderem. Das ist dann so... Ja gut, du brauchst manchmal eine Weile, bis du die Kooperationspartner findest, die zu dir passen. Oder sowas wie als Band weniger als 1000 Likes auf Facebook direkt 500 Shirts produziert. Ja, so solche Sachen. Das war ja, ich weiß. Das ist jeder shoot to the moon. Soll doch eins kriegen. Fly me to the moon. Das sind dann so Sachen, wo man halt dann, also wenn es um sowas geht, dann sage ich immer, guck dir an, wo du stehst, guck dir an produziert halt, also steckt nicht Unmengen an Geld irgendwo rein. Investiert richtig.
Ja, ja, ne, also das genau. ist halt so, das ist halt so 500 Shirts, ja, kosten dich dann, genau. Also kosten dich dann deine 1000 Euro. Ja. Hättest du 250 gemacht, hättest du nur 500 bezahlt und die anderen 500 Euro hättest du woanders reinstecken können. Für den Anfang würde ich etwas empfehlen, was wir eben neulich erst entdeckt haben, und das ist Shirt on Demand. Print on Demand. Ach, das finde ich ja stark. Das kommt jetzt immer mehr. Ich meine, klar, die Band macht da an sich dann keine große Marge am T-Shirt. Aber gerade wenn es ich sag mal, irgendwelche Nischen-Shirts sind, die jetzt nicht das Tour-Shirt sind, dass das, naja, als deine Bands hast du dein ein, zwei Shirts, die du auf Lager hast, aber wenn du noch irgendwie ein Girlie brauchst oder so. Ja, oder dich als vorne dran nackt. Wenn es so Sonderwünsche gibt, ne, dann kann man das vielleicht auch anonym. Was für mich auf jeden Fall ein Fehler war, dass ich viel zu spät auf das Thema Funke gegangen bin. Weil eigentlich so für die, wir haben ich jahrelang Hochzeiten begleitet oder irgendwelche Firmenfesten oder egal was. Und das dann immer mit einem schönen kabelgebundenen Sennheiser-Mikrofon. Qualität richtig geil, klar, weil die Audioqualität ist genial. Ich habe ja auch einen relativ geringen Bewegungsradius auf meiner. Wir stehen da zu zweit, vorne dran noch der Mikrofonständer, haben relativ selten eine große Bühne, nur auf Kerben oder egal was. Wenn du aber ein kabelgebundenes Mikro hast, dann beschränkst du dich selbst. Ja. Und in dem Moment, wo ich mir dann erst letztes Jahr ein Funkmikrofon gekauft habe, ist es für mich halt einfach so dieser Schritt gewesen, so, ey, ich kann mich bewegen, wie ich will. Und wenn ich mal Lust habe, gehe ich auch runter, gehe ich mal zu den Leuten raus, laufe einfach mal durch die Gegenden. Machst einfach immer wieder sonntags und läufst einfach mal durch den ganzen Europapark und dann. Ja, ja, genau, richtig, genau. Nee, das interessiert mich jetzt. Und hol einfach dann und geh einfach dann zum Beispiel, wenn wir in einem Lokal spielen oder irgendeine Afterwork-Party spielen, dann lasse ich meinen Gitarristen alleine. Das sieht dann zwar manchmal ein bisschen komisch aus und der Sänger läuft dann halt einfach mal quer von Tisch zu Tisch. Ich lasse ihn auch manchmal allein. Ich habe nämlich auch Funk an der Gitarre. Ja, das ist geil. Ist das dann so ein. Also so ein Funkmikrofon? Nein, das ist ein Sennheiser. Schon eins, was du in der Hand hast. Sennheiser-Hand-Funkmikrofon. Genau, ja. Ja, zu Fehlern kann ich auch noch sagen, was bei uns eigentlich so der größte Fehler war, dass wir einfach zig Jahre lang, ich glaube 8 Jahre lang oder so, ohne Ziel einfach vor uns hergespielt haben. Also da mal eine Kneipe, da mal ein Geburtstag und so. Da war null Struktur dahinter, da war überhaupt nichts dahinter. Ja. Und da muss man erst, also der nächste Punkt wäre jetzt die besten Veränderungen, die bei uns passiert sind. Das hängt ja damit zusammen. Fehlertechnisch ist mir gerade auch noch was eingefallen. Kannst du gleich noch mal was zu sagen? Und bei uns war dann diese Veränderung, dass wir hatten damals noch einen dritten Mann und der ist dann aus gesundheitlichen Gründen auch rausgegangen. Und diese Veränderung war so die beste Veränderung, die uns als Band eigentlich weitergebracht hat, weil dieser Fehler vor sich herzudümpeln dann auf einmal weg war und wir gesagt haben, was machen wir jetzt? Wir setzen uns strukturierte Ziele und versuchen, die auch zu erreichen. Und das ist unheimlich wichtig und so hat sich das quasi von alleine ergeben, aber das ist natürlich auch wieder Content, den du an andere Leute weitergeben kannst. Setzt euch knallharte Ziele und versucht, die zu erreichen, und zwar von vornherein. Ja? Und verändert dann das, wo zu verändern ist, um da die Ziele zu erreichen. Es widerspricht ein bisschen dem Charme des freischaffenden Musikern, einfach Musik um der Musik willen zu machen. Allerdings, wenn man vorankommen will, dann braucht man ein bisschen Businessgefühl und dann braucht man den Masterplan. Dann muss man Unternehmer sein. Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch festgestellt. Ja. Und bei uns ist es so, also wir haben auch das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, genauso ist es. Und es geht vielen Musikern so. Wir haben einfach Musik gemacht und haben gespielt. Und dann festgestellt, dass wir vielen den gleichen. Das war klasse, wir haben euch euer Plakat gesehen. Wir haben Schwetzingen. Genau, in verschiedenen Locations haben wir gegenseitig die Plakate gesehen. Die spielen da auch, diese Spielung. Die Spielunken, das ist schon auch sehr lange. Und zu den Spielunken kann man nur sagen, für die Leute, die anfangen, Musik zu machen, es ist wichtig, die zu spielen. Es ist verdammt schwer, die auch zu spielen. Also Leute sagen immer so, die Spelunken, ich würde sogar sagen, ist das Herzste. Also gerade auch wenn du keinen Kann aber auch das Geilste sein. Das ist eigentlich so ein kleiner Laden, der kocht. Und das ist auch meistens musikgebildetes Publikum. Ja. Die erwarten etwas, weil sie etwas gewöhnt sind. Aber ganz kurz nochmal zum Thema Fehler ist halt so, wenn man halt dabei ist, sich sowas aufzubauen oder so, und man findet halt Kooperationspartner, ne? Also weiß ich, Label oder Booking oder sonst irgendwas. Da ist halt wirklich, also da immer ganz genau drauf achten, was, ne, also auch immer mit dem Hintergedanken dran gehen, was will derjenige davon, was hat derjenige davon und wie viel wird der realistisch bereit sein zu investieren und zu machen, um dich als Projekt voranzubringen.
und nicht darauf ausruhen, dass man ja jetzt einen Deal hat oder dass man halt irgendwo da jemanden hat, der das schon regeln wird, weil im Normalfall wird das nicht der Fall sein, sondern halt immer nochmal nie, also quasi nie aufhören, selbst zu pushen und selbst voranzubringen und selbst zu fördern. Aber das ist jetzt, glaube ich, mehr so ein Band-Ding wie... Ja, das ist aber schon ganz wichtig, weil egal in welcher Branche du auch bist, es kommt ja bei Kooperationspartnern immer darauf an, wie du die Verhandlungen führst, quasi, was hast du selbst für einen Mehrwert und was hat der andere für einen Mehrwert? Genau, ja. Und darauf sollte ja die Verhandlung aufgebaut sein. Genau, also du verhandelst ja nicht mit jemand, weil normalerweise sollte es nicht so sein, dass du jemanden abzocken willst, sondern du versuchst, dass es eine Win-Win-Situation ist. Also mit einem Label zum Beispiel... Wir bringen euch natürlich Kohle rein und ihr macht uns jetzt mal bekannter. Ja? Genau, oder bringt uns auf coole Festivals oder nehmt uns viel Arbeit im Vertrieb ab, so, weil selbst vertreiben ist sauschwer. Ekelhafte Arbeit. Widerlich, ja. Also vor allem hast du dann auch mal die Möglichkeit, einfach diese Referenz mal in einem Mediamarkt getrackt zu sein oder sowas. Die hast du dann, ja. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dann einfach diesen Mehrwert zu sehen für den anderen und für sich selbst. Und ich kenne es auch von früher, hey, Plattenvertrag, geil, oder schreiben wir, gar nicht mal durchgelesen, genau, großartig. Ja, also, genau. Ich zahle doch jetzt keinen Anwalt dafür. And you're fucked. Ja. So, was ist denn eigentlich eine Option, ne? Ja, genau. So, scheiße. Ja, oh, so, fuck, ich bin jetzt 10 Jahre an das Label gebunden. Ja, ja. Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit, das sagen ja auch viele, es gibt auch viele Leute, die viel Negatives sagen jetzt über die ganze Entwicklung. Aber ich glaube, eine positive Entwicklung ist in der heutigen Zeit, dass man wirklich mit den Möglichkeiten, die man hat an Social Media, sich wirklich sehr gut selbst vermarkten kann. Und man kann eigentlich sich wirklich sein, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das kommt aber so ein bisschen auf den Markt an, den du bedienst. Ne? Also das ist so ein bisschen, das ist echt so ein bisschen so eine Frage, in welchem Genre man dann tatsächlich unterwegs ist. Also Genre jetzt nicht im Sinne von... mache ich jetzt Death Metal oder mache ich Power Metal, sondern halt bin ich ein Duo, bin ich eine Band, will ich auf Festivals, will ich auf Hochzeiten spielen, ne? also das ist so ein bisschen so, weil man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig spielen. Das sind 10 Euro. weil sich nur über Social Media vermarkten funktioniert halt nicht und man braucht halt die Leute im Hintergrund, die sich auskennen, die einen halt irgendwo stützen, wo man dann auch mal den Vertrag hingeben kann, sagen kann, guck dir das mal bitte durch und dann sagt er dir so, weißt du, was eine Option ist? So, nee, woher soll ich wissen, was eine Option ist? Ne? Ja, also das heißt halt, dass du das nächste Album einfach vorlegst und wenn der das scheiße findet, dann muss er es nicht rausbringen und wenn er es gut findet, dann darf er es rausbringen. Also das Label hat dann quasi so eine Art Vorrecht da drauf Also sie haben die Option, dich zu vermarkten, wenn sie das wollen. Ja, genau. Du hast einen Scheiß. Ja, genau. Und man selbst hat einen Scheiß, ja, tatsächlich. Darüber hinaus gibt es ja auch so No-Brainer für alle angehenden Künstler, die ich immer wieder betonen muss. Gerade bei gemischtgeschlechtlichen Bands. Don't fuck in the band. Ja, ganz wichtig. Ich habe es dutzende Male gesehen, dutzende Male erlebt bei dutzenden Bands. Es führt immer wieder zu Brüchen und Streitereien. Lass es einfach sein. Warum schaust du Tobi dabei so? Ich hatte noch nie eine weibliche Person in irgendeiner Band. Nein, heute ist ja auch ein reines Mami-Party. Von daher. Wir zum Glück auch nicht. Das ist ein No-Brainer. Hast du gerade gesagt, wir zum Glück auch nicht? Also ich habe keine Drillingsschwester oder so. Wartet ab, bis eine Merchandiser in der Zukunft, weißt du? Das ist auch so ein Ding, Crew. Die Crew muss auch, ja. Finger weg von der Crew, ja. Wollte ich gerade sagen, ja. Der schlimmste Fehler bei einer Band, die ich sehr bewundere, war meines Erachtens Yoko Ono. Ach ja. Das war einfach ein richtig großer Fehler. Ich finde auch immer, man muss als angehender Musiker auch immer darauf aufpassen, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin hat, dass man eine Partner oder Partnerin hat, die einen unterstützt in dem, was man macht, positiv unterstützt in dem Fall und nicht behindert. Ich stelle mir immer vor, wie viele talentierte Musiker, wie viele Jimi Hendrix, wie viele Paul McCartneys gibt es da draußen, die arbeiten irgendwo in einem Baumarkt, weil sie die Kohle heimschaffen wollen und nie unterstützt worden sind, etwas zu wagen oder das zu machen, was sie eigentlich ursprünglich wollten. Das ist ein Punkt, den... Der liegt mir schon am Herzen. Ich denke, das habe ich auch schon oft gesehen.
Okay, wir kommen zu einem Punkt, wo wir vorhin schon mal angesprochen haben. Und zwar die Berührungspunkte mit Management, Coaches, Bookern und sowas. Habt ihr schon mal da irgendwie Berührungspunkte gehabt? Ja, also wir hatten 2009 oder 2010 war es. 2009. Ja. Hatten wir ein Management. War sogar 2008 da. Sogar schon 2008. Ja. Nee, 2009 war es. Wir waren 2008 auf der Popakademie. Ja, und danach haben wir direkt und danach. Ah, ihr habt dort studiert, oder? Ja, ein Semester nur. Ach so, okay. Genau. Da haben wir keine Lust mehr gehabt, das zu machen. Ja. Aber allein dort aufgenommen zu werden, ist schon. Ja. Weil die haben ja sehr, also wenn ich merke, wer da alles abgelehnt wurde und so weiter, also wenn da ein Herr Tim Benzko abgelehnt wurde, das ist. Ach, dann, der wurde auch abgelehnt. Der wurde abgelehnt, ja. Naja, auf jeden Fall hatten wir ein Management in Amerika und hatten auch die Chance, mit Leuten im Studio was aufzunehmen, mit tollen Leuten und auch ein bisschen gespielt in New York und Philadelphia. Wow. Und wir, unser Plan war es, zu der Zeit damals vier unserer kommerziellsten Songs, die wir geschrieben haben, aufzunehmen und damit dann zu einem Major zu gehen. Also mit den, mit den Singles. Und das hat dann aber nicht geklappt, weil wir kein Visum bekommen haben. Mhm. Also kein Arbeitsvisum, um da länger zu bleiben. Das ist eine längere Geschichte. Und das hat nicht funktioniert. Dann sind wir wieder zurück nach Deutschland nach einem Jahr. Und dann haben wir erstmal alles wieder selbst gemacht. Also aber das ist so eben hart, das Ding, ich glaube, wenn man eben hart ist und eben dran bleibt und diese Spelunken spielt, wie ihr beide auch, und man bleibt an der Sache dran und man macht sein Ding, irgendwann trifft man die richtigen Leute. Man braucht noch ein bisschen Geduld, man muss sein Ding weitermachen. Wir haben unser aktuelles Label ja tatsächlich durch Kaltakquise gekriegt. Wir haben gesagt, hey, wir wollen das Album irgendwie rausbringen und haben Labels angeschrieben. Und sind dann bei Bellafon gelandet und haben, und ich fand, das war wirklich eine sehr geile Zeit, jetzt so die Veröffentlichungsphase und sowas, weil wir so viel gelernt haben und die haben uns echt viel Content mitgegeben und wir haben tatsächlich mit richtigen Profis zusammenarbeiten können. Ja. Blöd war halt, dass das alles so in der Corona-Zeit irgendwie Timing verlaufen Timing ist, so das Timing war jetzt nicht so perfekt. Aber es war eine coole Sache bei uns auf jeden Fall. Und gut, wir kennen es auch schon mit so Verträgen und mit so Management oder sowas zusammenzuarbeiten. Also wir haben zum Beispiel, sind wir schon jahrelang in einem Verlag, im Wacken Verlag. Ja. Da seid ihr auch dabei, ne? Ja. Da kannst du vielleicht auch was davon erzählen. Was ist da? Enno ist spitze, oder? Enno ist der Wahnsinn. Volker ist der Wahnsinn. Ja, also Volker ist der Wahnsinn. Kurze Background-Information für die Zuhörer. Was ist ein Verlag und was ist die Aufgabe? Also was ein Verlag ist, aber was ist der Wacken Verlag? Also ein Verlag ist die Institution, die deine Urheberrechte vermarktet. Das heißt, du gibst deinem Verlag eine Liste, wir haben dort und dort gespielt, die und die Songs, du bist ja bei der GEMA gemeldet und der Verlag treibt dann quasi deine GEMA-Tantiemen ein und kriegt dafür halt was zurück. Wenn man dann bei einem guten Verlag ist, der dich halt wirklich unterstützt, den du immer anrufen kannst, wenn du irgendwas brauchst, scheißegal was, der... Da geht es auch um Vertragsverhandlungen. Wenn du eine Frage hast, dann rufst du da an und dann kriegst du einen Experten gestellt, der dir einfach sagt, pass auf, achte auf das, achte auf das, achte auf das. Dann machen die einmal im Jahr oder alle zwei Jahre ein Songwriter-Camp, da waren wir jetzt auch dieses Jahr, sogar Anfang des Jahres noch dort. Da lernst du dann mit anderen Musikern, die auch auf Wacken schon gespielt haben und sowas, lernst du dann zum Beispiel, wie machen andere Songwriting, wie machst du Songwriting, tauschst dich aus, komponierst zusammen was, total geile Sache. Und gerade mit dieser GEMA-Geschichte, wenn halt irgendein Veranstalter mal keine GEMA zahlt, dann musst du dich halt nicht drum kümmern. Und das ist dann so ein System. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, also gerade wenn man so im semi-professionellen Bereich unterwegs ist, hat man halt persönlich gar keinen Bock drauf, und da seinen Tantiemen hinterher zu rennen. Ja, andere Aufgaben. Und dementsprechend kriegst du halt dann einfach Geld, das du normalerweise nicht kriegen würdest. Punkt. Ja, also das ist halt einfach, weil bei uns ist es nicht so. Weil es wahrscheinlich nicht fließen wird. Wir kümmern uns um die Scheiße selbst. Ja. Also wir haben ja keinen Verlag und wir kriegen auch von der GEMA wirklich pro Jahr eine Menge Geld. Jetzt natürlich nicht mit Corona. Und wir spielen jetzt im Großteil wirklich nur diese Irish Pubs. Aber wir sind da hinterher jetzt schon länger, das haben wir übrigens auch auf der Pop-Akademie gelernt. What a good thing that we were there. Und da haben wir echt vieles richtig gemacht, weil wir nämlich, andere Bands haben es nicht gemacht und die haben nichts gekriegt.
Und wir waren da immer hinterher. Ja. Und es hat sich wirklich gelohnt. Ganz wichtig so als Ratschlag, weil wir sind hier so scheinbar so ein Ratschlag. Ja, klar. Ihr habt drei Standbeine als Band. Das ist Booking, Verlag und Label. Und diese drei Standbeine sollten auch drei Standbeine sein. Das heißt, holt euch eine separate Booking-Agentur, holt euch ein separates Label und holt euch einen separaten Verlag. Alles unter einen Hut ist zwar ganz nett, weil es dann immer nur ein Ansprechpartner ist, es ist dann aber auch nur ein Ansprechpartner bei Problemen. Ne? Da gibt es dann genau drei Dinge, wo es funktioniert. Das ist Warner, Universal und Sony. Ja, da hast du es gesagt. Ja. Also ich glaube, da muss man sich auch klar sein, entweder man geht zu den Großen dann oder man holt sich für jedes Pferd sein Ding. Genau, und das ist halt wirklich so, also das hat mir Volker beigebracht, tatsächlich, dass das halt sau wichtig ist, die Vertragspartner immer aufsplitten, damit man möglichst viele Ansprechpartner hat, möglichst viele Möglichkeiten, irgendwo irgendwas zu kriegen, was man gerade braucht. Sei es Geld, sei es Endorsement, sei es was auch immer. Ja, du hast dann auch einfach mehr verschiedene Ansprechpartner, die auch wieder verschiedene Connections haben und mehr Content kommt. Netzwerken. Gut, nächster Punkt, vorletzter Punkt. Wie steht ihr zu dem Thema Konkurrenz? Man kann sich immer was abgucken von der Konkurrenz. Genau. Deswegen, sie belebt das Geschäft, aber ich glaube, worauf du abspielst, ist ich wollte das mal Konkurrenzdenken fragen. Vielleicht. Konkurrenzdenken, ja. Ja, also häufig ich finde Konkurrenzdenken scheiße. Attitude. Ach so, das meinst du? Ich dachte jetzt eigentlich, an Konkurrenz wächst man. Also das ist für mich jetzt jedenfalls so das... Ich hab kaum Konkurrenz. Also, oh, wow. Also wozu denn denken? Also ich sage immer so, wir spielen in den gleichen Kreisen. Ja, genau. Ja. Man könnte sagen, ja, wir sind irgendwo Konkurrenten. Finde ich überhaupt nicht. So, ihr macht was ganz anderes als wir. Ja, selbst wenn wir das Gleiche machen würden. Ja. Es gibt ja nicht nur einen Tag im Jahr, wo wir auftreten können. Ja? Ja. Eigentlich haben wir denselben Auftrag. Ja, das stimmt. Ja. Und wir sind dafür da, um die Leute zu bespaßen. Ja, das ist eine gute Frage. Also sage ich, Konkurrenzdenken ist völliger Blödsinn. Es ist doch viel cooler, wenn wir uns hier zusammensetzen. Das stimmt. Und uns austauschen und sagen, hey, wir arbeiten mal zusammen, vielleicht machen wir mal zusammen ein Musikvideo oder schreiben mal zusammen einen Song oder sowas. Also ich hasse dieses Konkurrenzdenken. Also das Einzige, wo sich in Anführungszeichen Konkurrenz entwickelt, ist bei uns immer so ein bisschen, also wir haben super viele Bands, mit denen wir befreundet sind, aber es gibt halt so ein paar, wo man halt so das Gefühl hat, man ist menschlich nicht auf einem Level. Und wenn das der Fall ist, dann entwickelt sich da schon immer sowas. Aber das ist dann keine Konkurrenz. Ich sage mal, es ist eine Antipathie. Ja, genau. Manche Leute nicht. So eine Antipathie, wo man dann denkt so, ey, nee, auf euch haben wir halt keinen Bock. Mhm. Und wenn die dann irgendwo hinkommen, wo man eventuell selbst gerne gewesen wäre, Dann ärgert man sich. Ja. Aber das ist weniger Konkurrenzdenken, sondern so einfach nur so, ey, ihr seid scheiße, wie seid ihr da hingekommen? Ne? So. Ja, das geht mir auch oft so. Ja. Oder dass ich mir ein Video anschaue von einer Band und denke, hey, warum hat das 100.000 Klicks oder was auch immer? Bezahlt. Und ich denke, Aber weißt du, was ich meine? Ja. Das muss ich sagen, lässt mich dann auch nicht kalt. Ja. Da ärgert man sich dann schon, muss ich ehrlich aus meiner Perspektive auch sagen. Aber das ist, wenn man ja auch wach ist, man kriegt ja auch, man guckt sich Sachen an und es ist eben nicht immer so, dass die Qualität eben auch das meiste hat, sondern eben oft ist es andersrum. Also Sachen, die gut sind, haben eben auch oft weniger. Aber das ist halt für mich nicht so, also das sehe ich jetzt weniger tatsächlich als Konkurrenz, sondern mehr so was hatten wir schon irgendwie Equipment-Huddle auf irgendwelchen Bühnen und dann ist man zu einer Band gegangen, ey, können wir euch euren Amp leihen? Ey, gar kein Thema. Wenn zu uns jemand kommt, könnt ihr vielleicht. Wir Carburetors haben komplett über unser Set gespielt. Ja, aber hey, sie kommen aus Norwegen, sie sind eingeflogen, die können dann ihre eigenen Zeug. Selbst wenn sie aus Hillesheim kommen würden, das wäre gar kein Thema. Klar, könnt ihr macht doch, los. Ja. Na, das ist wenn es menschlich stimmt, bin ich der Meinung, kann man sich über Partnerschaft oder Brüderlichkeit oder halt über befreundet sein und Netzwerken viel, viel weiterbringen. Ja, ja. Weil man halt in einer Kooperation immer weiterkommt, wie jeder sein eigenes Ding und jeder alleine nach vorne und bla bla bla. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir sind da echt einer Meinung und können so als Tipp an die vielleicht jüngere Musikgeneration weitergeben, wie er schmeckt und Konkurrenzdenken, lasst es. Braucht ihr nicht.
tut euch lieber mit den Leuten zusammen, erschafft eigene Projekte mit den Leuten zusammen. Nehmt euch zum Beispiel eure schlimmste Konkurrenzband und macht mit ihnen zusammen eine Rocknacht. Ist viel cooler, als zu sagen, hey, wir machen zwei verschiedene Nächte am gleichen Abend und nehmen uns gegenseitig das Publikum weg. Ja. Genau. Dann machen lieber sowas. Ja, das stimmt. Super. Gut, letzter Punkt. Nochmal eure besten Stories. Oder eure beste Story, so die euch gerade jetzt einfällt. Was war so eure geilste Story, die ihr am liebsten erzählt? Ja? So. Geilsten Stories darf man nie öffentlich erzählen. Da hast du recht. Ja. Da macht man sich, ja. Macht man sich strafbar. Okay, lassen wir mal die Stories mit Heroin weg. Ja. Aber es ist verdammt geil. Nein. Nee, was habt ihr so erlebt? Also, mir fallen super viele Sachen an, ein von der Straßenmusik. Ja. Wir machen ja wirklich, wenn das Wetter schön ist zurzeit, fast jeden Tag Straßenmusik, wenn wir nicht im Studio sind. Und was ganz witzig war, war in Weinheim, haben wir gespielt und da ist so eine ältere Frau vorbeigelaufen und hat gesagt, Playback, aber super Performance. Das ist geil. Das war, was du das vorhin gesagt hast. Ja. Aber da gab es noch viel mehr. Also heute war auch eine. Wir waren vorhin in Sinsheim, haben gespielt. Ja. Sehr gut gelaufen, echt. Und da war eine ältere Frau, die hat was reingeschmissen. Wir leben von Oma. Sie schmeißen immer 2 Euro Stücke rein. Ja. We love them. Oma, we love them. Omas Lieblingsband. Was macht man denn so im Durchschnitt bei Straßenmusik? Wenn also heute war unser absolut bester Tag. Also wir haben in 2 Stunden 230 Euro verdient. Oh, wow. In Sinsheim. Ja, das war toll. Also heute war aber das Tag. Ist ein sehr guter Tag gewesen. Und von bis ist so? So in 2 Stunden, sage ich mal, so 100 Euro ist eigentlich immer drin. Okay. Ja. Tiny. Zieh mal vom Leder. Apropos Pegel, wenn du so laut lachst. Das ist verschneiden, ne? Mir fällt auch gerade nichts ein. Ja, was mir fällt jede Menge an. Ja, ja, ja. Die Sache ist, mir fällt auch so viel ein, aber ich kann mich. Was? Ich weiß halt, ich fällt ganz viel ein, was ich auf keinen Fall erzählen kann. Oder vielleicht Unterstützung meinerseits. Vielleicht ist tatsächlich eine Story, die man tatsächlich erzählen kann, ist der Videodreh, bei dem du dabei warst. Ja, das war cool. Ja, da hatte ich eine Flinte unter der Nase. Wir haben 2 Videos an 2 Tagen gedreht. Den ersten Tag in so einer alten Schrotthalle. Das war ganz cool. Burm King war das. Nee, das war Heldorado war das. Heldorado. Burm King haben wir auch dort gedreht tatsächlich. Und haben halt Heldorado am einen Tag gedreht und am zweiten Tag dann das Video zu Bastards and Outlaws. Und dann da sind wir morgens um 10 in so eine kleine Kneipe in Trier rein. Ja. Wo es halt hieß, ihr müsst um 4 raus sein, um 5 kriegen wir, also haben wir halt Tagesbetrieb. Mhm, alles klar. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, mit einer Meute von, ich glaube, wie viele Leute waren da? 20, 30 Leute. Locker, ja. Mindestens. In diesem Laden einen abgerissen. Es sind Gläser zu Bruch gegangen. Es sind jede Menge Lampenschirme sind irgendwie zerstört worden. Ne? Und es war halt wirklich so. Wir sind für den Musikdreh. Und es war halt so eine Kellerkneipe. Ja, also das heißt, du hast kein Tageslicht gehabt oder so. Und du bist dort halt dann irgendwann raus, rotzevoll. Und da war niemand nüchtern. Und wir sind halt wirklich aus dieser Kneipe rausgefallen und standen mitten am helligsten Tag in Trier. Und keiner hat überhaupt verstanden, was überhaupt da gerade passiert ist. Weil du hast dich gefühlt so wie Freitag mitten in der Nacht und stehst halt so mitten am Tag in Trier in der Innenstadt. Und rotzevoll. total. Warum ist das Licht noch an? Mach doch mal aus. So. Und das war cool. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so sinnbildlich für Last Herald of Tour. Bei mir war noch so Ausnahmesituation, dass ein Tag vorher oder 2 Tage vorher ist bei mir gerade eine Beziehung damals zugrunde gegangen. Und ich so, hey cool, dann mache ich jetzt mal hier so ein bisschen Ablenkungsmanöver ab mit Blessed Hellride Videodreh. Hat funktioniert. Nach Trier gefahren, so völlig so verstrahlter Tag, so geil gewesen. Ja. Ja, stimmt, du hast noch die Flinte unter der Nase gehabt. Ja,
Ich würde sagen, bevor wir jetzt dann in der weiteren Abendgestaltung uns gegenseitig mit den besten on the road, Kai, willst du noch mal einen raushauen? Ja, eigentlich, ich greife mal nicht so weit in der Vergangenheit zurück, sondern einfach Corona-Party, beziehungsweise nicht Corona-Party, sondern Corona-Konzert. Bei uns dann, wo ich vorhin schon angesprochen hatte, bei uns im Innenhof, als wir dann eben dann da so 2-3 Stunden gespielt haben, das war, ich habe da durchforstet, was erzähle ich, aber das nehme ich jetzt mal raus. Wir hatten erst auf dem Balkon angefangen und auf einmal haben wir dann gemerkt, okay, wir drehen die Musik immer ein bisschen lauter, und Verstärker immer ein bisschen lauter. Und auf einmal kam während dem Lied eine Bierflasche heruntergesegelt an einem kleinen Faden, an einer kleinen Schnur. Ich so, ah, okay. Und eigentlich zu lag da. Auf einmal abgemacht, kam wieder hoch, danke. 10 Sekunden später wieder. Kam die nächste. Die nächste Bierflasche. Da hat es einer gut gemeint. So in der Art. So, bevor wir uns jetzt gegenseitig in der weiteren Abendgestaltung gegenseitig toppen werden mit den besten Stories von On the Road, würde ich sagen, wir verabschieden uns langsam vom Publikum. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästen, beim Kai von Tunesday, beim Marco und beim Darius von Used und beim Tiny von Blessed Hellride. Danke für die Einladung. Wir werden uns jetzt noch im Pool einfach die Stories gegenseitig noch so ein bisschen zuspielen. So machen wir das, bevor die Temperatur jetzt unerträglich ist. Können wir jetzt bitte in den Pool gehen? Das ist echt. Machen wir. Wir weisen noch darauf hin. Teilt und. Genau, so an die Zuschauer. Also am besten unseren Kanal liken und teilen. Natürlich von den Bands auch. Wir werden unten nochmal. In der Videobeschreibung stehen nochmal die ganzen Links. Oder er klickt genau dahin. Wir bitten euch mal in die Kommentare zu schreiben, das ist ja die Erstausgabe heute, welche Gäste würdet ihr euch wünschen, dass wir einladen? Oder habt ihr vielleicht Gäste, die ihr uns empfehlen könnt oder denen ihr unseren Podcast hier jetzt empfehlen könntet? Abonniert uns und natürlich unsere Gäste und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Danke, dass ihr hier seid. Ja, vielen Dank, dass ihr es gemacht habt. Ganz toll. Master, der Music Talk mit TNT.